Das ist ja nett. Hallo. Hallo. Ist das dein Kind? Ja, das ist Sophia. Und sie schläft. Endlich. Wie süß. Hast du Kopfschmerzen? Ja. Ich glaube, ich habe Tabletten dabei. Die helfen ganz schnell. Danke, das ist lieb, Lucia. Aber ich sollte keine Tabletten mehr nehmen. Das habe ich schon zu lange gemacht. Hast du oft Kopfschmerzen? Ja, leider. Deshalb mache ich auch den Tai-Chi-Kurs. Mein Arzt hat gesagt, ich sollte etwas zur Entspannung tun. Hast du noch andere Beschwerden? Naja, ich schlafe nicht gut. Manchmal schlafe ich die ganze Nacht nicht. Hast du dich untersuchen lassen? Sind deine Blutwerte in Ordnung? Ja, alles bestens. Du hast Stress. Du solltest Urlaub machen. Und dein Arzt hat wirklich gesagt, dass Tai Chi hilft. Ja, und es stimmt. Nach dem Kurs habe ich nie Kopfschmerzen. Und wenn ich geübt habe, schlafe ich nachts auch besser. Du übst regelmäßig zu Hause? Wow. Naja, das mache ich auch nicht jeden Tag. Und warum machst du den Kurs? Meine Freundinnen haben mir den Kurs zum Geburtstag geschenkt. Mit Babysitter-Service für den Abend. Sie haben gesagt, ich sollte einen Abend pro Woche frei haben. Ich sollte etwas für mich tun. Mich entspannen. Und nicht zu viel nachdenken. Du hast also richtig gute Freundinnen. Ja, das habe ich wirklich. Hallo Anna. Das ist ja nett, dass du anrufst. Geht es dir besser? Oh, nicht so gut. Du solltest mal etwas Nettes machen. Ein bisschen Tai Chi üben zum Beispiel. Oder ein Stück Kuchen essen. Oder durch die Wohnung tanzen. Das ist mein Rezept, wenn es mir nicht gut geht. Das funktioniert immer. Oder nein? Jetzt weiß ich. Pass auf. Du gehst mit mir und Sophia spazieren. Sophia schläft gerade noch. Aber sie will dich auf jeden Fall kennenlernen. Sie ist nämlich super neugierig. Wir holen dich ab, okay? Schön. Ich freue mich. Bis gleich. Puh, heute war der Kurs besonders anstrengend, oder? Ja, das finde ich auch. Ich bin immer wieder unsicher, ob ich das alles schaffe. Ich finde die neuen Übungen schon sehr kompliziert. Die Schritte sind schon schwer. Und ich würde gerne wissen, wie ich dann noch die Arme dazu bewegen soll. Nur für Tobias war das wieder mal kein Problem. Ich möchte wirklich gern wissen, was du nicht kannst. Elektroartikel online verkaufen zum Beispiel. Aber Herr Song war immer noch ein bisschen komisch, oder? Ich finde, er sieht traurig aus. Ja. Aber er ist immer noch super nett und lacht ganz viel. Ja, das stimmt. Also ich finde ihn toll. Ich doch auch. Aber irgendetwas ist passiert. Ach, ich weiß nicht. Also... Ich würde euch gern etwas fragen. Ja, wir hören. Also, ich habe am Wochenende eine spannende Stellenanzeige im Internet gefunden. Eine große Internetfirma sucht jemanden für ihr Team. Sie wollen einen Online-Shop aufbauen. Das ist dein Job, Ismail. Ja und nein. Ich hatte noch nie einen Chef oder Kollegen. Ich bin Teamarbeit nicht gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber du kannst es versuchen. Du bist doch jung und flexibel. Ja, genau. Und du hast viel Erfahrung mit Online-Shops. Was machst du denn mit deinem eigenen Online-Shop? Verkaufen? Das weiß ich noch nicht. Ja, verkaufen ist eine gute Idee. So geht das doch heute.
Man gründet eine Firma, baut sie auf und verkauft sie dann teuer. Für 1 Million Euro oder Dollar oder so. Super. Ja, klar. Ich würde einfach gern mehr Zeit für meine Familie haben. Als Angestellter ist das einfacher, denke ich. Ich möchte nicht mehr jedes Wochenende arbeiten. Eine eigene Firma ist nur Stress. Was sagst du dazu, Sarah? Wie bitte? Braucht ihr noch was? Nein, alles okay, oder? Alles prima. Hast du dich denn schon beworben? Nein, ich muss noch meinen Lebenslauf schreiben. Und ein Bewerbungsfoto habe ich auch noch nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Stelle noch frei ist. Warum rufst du nicht schon mal in der Firma an? Fragen kostet doch nichts. Oh, ich muss los. Was machst du denn heute noch? Ich bin heute Abend verabredet. Ich muss noch duschen und mich umziehen. Tobias! Psst! Lass mal. Ich zahle heute für euch. Das ist ja nett. Danke. Nein, danke dir. Und euch. Tschüss. Hallo Anna, gehst du auch ins Kino? Hallo, klar. Ich nehme immer die Lebensmittel für eine ganze Woche mit ins Kino. Man weiß ja nie. Das stimmt natürlich. Was schaust du denn? Hier läuft heute ein japanischer Film, den ich schon lange sehen wollte. Aha. Warst du schon einmal in Japan? Ja, 3-mal. Japan ist echt ein spannendes Land. Man kann da so viel sehen und machen. Alles ist sehr anders als hier. Mein Mann und ich, wir wollten immer zusammen nach Japan. Wir haben Freunde dort, die wir lange nicht gesehen haben. Du kannst doch in den Sommerferien hinfliegen und durch das Land reisen und auch deine Freunde besuchen. Allein? Ja, in Japan kann man gut allein reisen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Ach, ich weiß nicht. Oder du buchst eine Reise mit einer Gruppe. Manchmal gibt es ganz günstige Angebote. Ja, das ist vielleicht einfacher. Ich kenne ein gutes Reisebüro. Die haben auch Unterkünfte im Angebot, die gar nicht teuer sind. Es muss ja nicht immer ein Hotel sein. Ach ja? In Japan gibt es tolle Pensionen, die gar nicht viel kosten. Da kann man auch super gut essen. Wenn du möchtest, können wir beide mal zusammen hingehen. Ich berate dich gern. Sehr gern. Das ist lieb. Oh. Wir können ja am Montag noch einmal darüber sprechen. Ich wünsche euch beiden einen ganz schönen Abend. Danke, Anna. Dir auch. Hallo, Sarah. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Was kann ich euch bringen? Einen von deinen leckeren Latte Macchiatos, bitte. Ja, für mich auch. Sehr gern. Du wolltest gerade etwas sagen. Ach ja. In Argentinien sind die Familie und die Nachbarn total wichtig. Man hilft sich. Das macht vieles einfacher. In Deutschland fühle ich mich oft allein. Mit Sophia und dem Job und meinem Leben. Ja, das verstehe ich gut. Ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen, in der sie eine tolle Idee vorgestellt haben. Und zwar gibt es Leihomas. Leihomas? Was ist das? So, ihr Lieben. Euer Kaffee. Danke. Was ist denn mit Ismail? Der hat heute endlich sein Vorstellungsgespräch, auf das wir alle schon seit Wochen warten.
Aber wo Tobias ist, weiß ich nicht. Du? Er liegt mit einer Grippe im Bett. Oh. Oh, der Arme. Oh je. Hoffentlich ist er bald wieder gesund. Das hoffe ich auch. Tobias und Sarah. Sarah und Tobias. Wie süß. Ja, und wie war das genau mit der Leihoma? Erzähl mal. Ach ja, stimmt. Das ist so eine Art ehrenamtliches Engagement. Es gibt da einen Verein, der so etwas organisiert. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Der Verein bringt junge Eltern, die Hilfe brauchen, mit älteren Menschen zusammen. Das sind dann ältere Menschen, die Zeit haben und Familien oder jungen Müttern mit kleinen Kindern helfen wollen. Das ist ja spannend. Ja, ich überlege, ob ich da mal anrufen soll. Ja, das ist eine gute Idee. Leihoma. Der Kurs war heute wieder richtig gut, oder? Fantastisch. Ich fühle mich danach immer wie neugeboren. Du, Lucia. Du zuerst. Ich, also, ich würde dir sehr gerne helfen. Als Leihoma, meine ich. Wirklich? Das ist ja toll. Das wollte ich dich auch gerade fragen. Na, wie war es letzte Woche? Worüber habt ihr ohne mich geredet? Wir haben dich natürlich schon sehr vermisst. Aber wir hatten es auch nett zu zweit. Zu zweit? War Tobias schon letzte Woche krank? Ja. Geht es ihm besser? Ich weiß nicht genau. Oh. So, lasst es euch schmecken. Danke. Danke. Tobias und Sarah? Aber jetzt erzähl doch mal, wie war dein Vorstellungsgespräch? Gut, sehr gut. Aber ich weiß erst am Freitag, ob ich die Stelle bekomme. Wow, wie aufregend. Und wie war dein Wochenende? Meine Tochter war am Sonntag da. Es war schwierig. Seit ich alleine bin, ist sie ein bisschen anstrengend. Sie will mir sicher nur helfen, aber ich finde das komisch. Habt ihr euch gestritten? Nein. Oder ja, ein bisschen. Sie versteht zum Beispiel nicht, dass ich Gebühren für mein Girokonto bezahle. Und sie will, dass ich Online-Banking mache. Sie war schon fast wütend. Wir haben lange darüber geredet. Das verstehe ich nicht. Worüber war sie wütend? Das ist doch deine Sache. Ja, klar. Ich verstehe das auch nicht. Wofür brauche ich Online-Banking? Ich fülle die Überweisungsformulare aus und bringe sie zu meiner Bank. Fertig. Wie macht ihr das denn? Naja, ich mache natürlich alles online. Dann habe ich keine langen Wege und muss nicht auf die Öffnungszeiten der Bank achten. Ich mache auch nur Online-Banking. Ich finde das praktischer. Und was für ein Girokonto habt ihr? Zahlt ihr Gebühren? Ja, ich zahle Gebühren für mein Konto. Aber das ist ja auch ein Geschäftskonto. Ich zahle nichts. Wenn du willst, helfe ich dir, ein kostenloses Girokonto zu eröffnen. Danke. Ich weiß nicht. Ich finde, deine Tochter kann sich um wichtigere Dinge kümmern. Worum denn zum Beispiel? Zum Beispiel darum, ob es ihrer Mutter gut geht.
Danke. Ihr seid echt toll. Ja, das finde ich auch. Habe ich euch schon erzählt, dass ich vielleicht in den Sommerferien nach Japan fliege? Nein. Jetzt wird es spannend. Hi Sarah. Hallo. Hallo, liebe Sarah. Hallo. Oh, da seid ihr ja. Schön. Sarah, wir feiern heute. Es war der letzte Kurs vor den Sommerferien. Oh, dann kommt ihr heute das letzte Mal? Nein, keine Angst. Wir treffen uns weiter. Immer montags hier bei dir. Das haben wir gerade besprochen. Und wir sind auch alle schon für den neuen Kurs bei Herrn Song angemeldet. Puh, gut. Und was gibt es zu feiern? Wir feiern, dass Anna ihre Reise nach Japan gebucht hat. Wow! Super! Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ich fliege direkt am Anfang der Schulferien. Tobias hat mir geholfen und hat mich beraten. Wir haben die Reise zusammen geplant. Kein Problem. Das habe ich gern gemacht. Und auch danke, dass du so geduldig mit mir warst. Ich musste immer so lange überlegen. Bei jeder Unterkunft, bei jedem Zug. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe dir wirklich gern geholfen. Und deshalb möchte ich auch uns feiern. Unsere tolle Gruppe. Ich bin wirklich so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Und dass wir Freunde sind. Ja, ich auch. Stopp. Ich möchte auch etwas feiern. Ich habe den Job bekommen. Nein, wie cool. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Das freut mich wirklich sehr für dich. Super. Wann fängst du an? Nächsten Monat. Sarah, feierst du mit? Ja, sehr gern. Was trinken wir? Sekt? Ja. Lucia, hast du auch etwas zu feiern? Du siehst heute besonders gut aus. Danke. Es geht mir auch sehr gut. Ich habe nämlich die beste Leihoma gefunden, die es auf dieser Welt gibt. Sophia ist auch total begeistert. Und du, Tobias? Was feierst du? Ich habe am Wochenende mein erstes Gedicht geschrieben. Ein Liebesgedicht? Für wen hast du es geschrieben? Wie romantisch. Wie gut, dass ich heute Morgen noch gebacken habe. Wow. Das sieht aber toll aus. Du kannst wirklich super backen. Schade, dass Herr Song nicht mit uns feiert. Es geht ihm wieder besser, oder? Ja, er ist wieder ganz der Alte. Seine Augen leuchten wieder. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Ich habe ihn vor dem Kurs gesehen. Ja, ich auch. Und zwar mit einer Frau. Nicht mit einer Frau, mit seiner Frau. Oh, muss Liebe schön sein. Ja. Sehr schön. Dann mache ich mal den Sekt auf, oder? Ja, klar, worauf wartest du denn? Besser kann es doch gar nicht werden. Das ist